So, jetzt sag mal kurz. Ja. Gut, ich merke, das vorhergehende Selbstgespräch. Mit der Toni jetzt. Viele Schwierigkeiten haben, das zu akzeptieren, was ich sage. Mit der Toni meinst du das Letzte? Mit den Toni, dieses Gespräch mit den Tonis, wo es hier geht, um dieses Vorher und Nachher. Um diese zwei Seiten. Es dreht sich immer um die zwei Seiten. Es ist, ich betone immer wieder, die am schwierigsten zu verstehenden Sachen sind die ganz einfachen Sachen. Bei den komplizierten sagt deine Logik sofort, da komme ich nicht mit. Ja. Dann spreche ich ganz einfache Sätze aus, dass ich immer wieder sage, schau einfach. Viele sagen, das verstehe ich nicht. Dann sage ich, da gibt nichts zu verstehen, du hast nicht zugehört. Du musst nur meinen Gedanken mitgehen und das, was ich behaupte, ist hundertprozentig sicher. Und dann gebe ich ein tieferes Erklärungsmodell. Ja. Es ist zum Beispiel hundertprozentig sicher, dass du Geist, als wahrnehmender Geist, das ist das Bewusstsein, das nicht gedacht werden kann im Hintergrund. Das ist, den müssen wir jetzt irgendwie denken, dass wir Vorstellung haben. Das nenne ich entweder auch einen träumenden Geist. Träumenden Geist, ja. Dieses Bewusstsein, dieser jetzt bewusst rot geschriebene träumende Geist ist der Einzige, der den Traum erlebt. Das ist der Einzige, der in einem Traum etwas fühlt. Ja. Und alles, was er zu sehen bekommt, kommt aus ihm selber. Es ist dieser ständige Wechsel. Und jetzt kommt diese Sache mit den Polaritäten, wo ich sage, dieses ein Internet, das funktioniert, dazu gehört ein Internet, das nicht funktioniert. Ja. So wie zu einem Wellenberg ein Wellental gehört. Ja. Das eine gibt es nicht ohne unten. Sobald du oben denkst, ist auch unten da, auch wenn du nicht dran denkst. Ja. Das klingt nur kompliziert, wenn das Ego, die normale Logik, noch sehr mächtig ist. Das ist ungefähr so, wie wenn ich ein Basic-Betriebssystem habe und ich gebe Windows dort ein. Wenn jetzt die Logik, die du zum Denken nennst, basic ist, dann filterst du alles, was du nicht verstehst, raus, obwohl ich jetzt ja Sachen mache, die offensichtlich sind. Da geht es nicht um ein intellektuelles Verstehen. Das ist so, ja. Wir machen nur, wenn du die Buchmetapher verstanden hast, die Seite, wo alle Worte da sind, die siehst du auf der Seite. Ja. Und in dem Moment, du kannst jetzt das sofort überprüfen, wenn du jetzt dich wieder als Menschen vor den Computer hindenkst und du schaust die Tastatur an. Jetzt schau die Tastatur an. Ja. Jetzt sind alle Tasten gleichzeitig da, da sind Zeichen drauf. Die sind jetzt gleichzeitig da. Das ist eine Kollektion. Und der Zeitakt, in dem Moment, wo du die aussprechen willst, die Zeichen, versuche mal diese ganzen W, E, R, T, E, Z gleichzeitig auszusprechen. Du sprichst immer jedes Jetzt. Ich sag nur, dass dieses Gefühl, dass du die jetzt nacheinander aussprichst. Nein, du hebst aus dieser Kollektion jedes Geräusch jetzt heraus. Du, das habe ich, das ist so, jetzt pass auf, jetzt dasselbe. Ich erschaffe jetzt einmal was. Ich rede mit dem, der jetzt vom Computer zu sitzen glaubt, in dessen Kopf du drin steckst. Du hast den Kopf um dich rum. Du schaust jetzt auf den Bildschirm. Du hast gerade das angeschaut. Und jetzt erschaffe ich ja mal was, was die ganze Zeit nicht da war. Einfach eine Frage. Hast du jetzt eigentlich seit dieser Aufzeichnung, dieses Gespräch, diese Wiedergabe, ist jetzt das eine Aufzeichnung oder eine Wiedergabe? Beides gleichzeitig. Beides gleichzeitig. Weil wir das jetzt aufnehmen und wir hören uns das jetzt an, weil ich nicht du bin. Richtig, ja. Jetzt wirst du merken, dass deine Logik vielleicht sagt, ja, bei der Aufnahme war ich ja nicht dabei. Das war ja die Aufnahme. Das ist jetzt. Von Helga. Ja. Und sag, das ist nicht was gewesen. Du denkst dir jetzt der Vergangenheit aus. Du wirst jetzt taucht in dir aus einem großen Ordner, aus einem Arbeitsspeicher eine Information auf. Das ist das Video. Und dein Erklärungsmodell zwingt dich, dass das in der Vergangenheit ein Gespräch zwischen Udo und Helga war, das jetzt aufgezeichnet wird. Ich sag, nein, wenn dieses Video auftaucht, aufzeichnen und wiedergeben ist gleichzeitig. Und jetzt erschaffe ich ja mal wieder was, was du die ganze Zeit, oder ich mache eine Frage. Hast du seit dieses Video läuft geordnet? Wenn ich dran denke. Jetzt pass auf, die normale Logik wird jetzt sagen, was ist das für eine blöde Frage? Selbstverständlich, sonst wird es mich ja nicht geben. Da freue ich mich mit was? Ja, mit meinem Körper, mit meiner Lunge. Das sind so dumme Fragen. Das sind alles Sachen, die Lungen entstehen jetzt, wo du an die Lungen denkst. Das ist das Geheimnis von den Vorstellungen, den Darstellungen, den Spiegelungen. Worte haben eine ganz andere Bedeutung, wie du ihnen beibringst. Ja. Denk am Beispiel mit Krebs. Ja. Ich sage Krebs und du denkst an irgendetwas, an der Krankheit, an der Sternzeichen, hängt wieder davon ab, was du für Interessen hast. So ist es. Das Wort Helga löst in dir jetzt ein Wort aus, mit einem anderen Programm kann, wenn du nur das Wort Helga hörst, taucht im ersten Moment eine ganz andere Helga auf. Da können ja 1000 verschiedene Helgas auftauchen. So habe ich mich von dem Körper gelöst. Ich habe begriffen. Das ist Verstehen
Jetzt pass auf, aber ich komme auf das Atmen nochmal, weil das jetzt ganz wichtig ist. In dem Moment, wo ich sage, hast du eigentlich geatmet, denkst du an das Atmen und in dem Moment entsteht die Gedanken, weil sie atmen. Ja, richtig. Wichtig, auch da gilt, du atmest ein und atmest jetzt aus. Ja. Das Problem ist, wie mit den Buchstaben oder den Wörtern, die du aussprichst, dass du einen extremen Zwang hast, alles, was du jetzt denkst, um dich rum zuerst einmal in Raum und Zeit zu verstreuen. Aber ich rede speziell, dass du jetzt was denkst, was du dir in die Vergangenheit denkst. Und diese Vergangenheit entsteht in dem Moment, wo du sie denkst. So, weil existieren tut immer nur das, was du denkst. Ja. Wenn ich jetzt natürlich ein Buch habe, als Datei, das ist immer wieder so eine Sache, sind natürlich alle Seiten gleichzeitig da. Ob ich mir jetzt, wenn ich mich zurückerinnere an den Anfang des Gespräches, der war jetzt, das ist wie wenn ich in dem Buch zurückblätter, weil die Seiten ja immer gleichzeitig sind. Ich sage, du kannst zurückblättern, aber nicht vorblättern. Ja. Bei der Buchmetapher ist aber ein kleiner Trick dabei oder ein extremer Mangel. Ich drücke mich immer so aus, dass das ja nur ein ganz statischer Film ist. Ich sage, beim Videospiel ist es nochmal ganz anders. Weil da gibt es extrem viele, ich benutze mal das Wort, unendlich viele verschiedene Zukunftsmöglichkeiten. Welche alle schon da sind, das ist die große Bibliothek. Ja. Die alle schon da sind, jetzt. Ja. Was du letztendlich zu sehen bekommst, bestimmst du mit deinen Aktionen. Denk wieder an mein Autobahnbeispiel. Ja. Das ist schon, wenn du vor dem Computer sitzt. Du bestimmst, wenn du nach rechts gehst, auf deiner VR-Brille, dass sich die Bilder verändern. Existieren tut nur das, was auf der VR-Brille ist. In der Datei ist alles, was prinzipiell möglich ist, ist gleichzeitig. Also gleichzeitig da. Wenn dich jetzt einmal beschäftigst, kurz im Internet, wenn das nicht deine Szene ist, dann schaust du ganz kurz einmal irgendwelche komplexe Videospiele dir an, wie GTA oder dieses Red Dead, glaube ich, heißt es, diese Westernwelt, eine riesengroße Welt, wo du wochenlang durch die Prärie, durch Wälder reiten kannst, wo du mit tausenden verschiedenen Tieren konfrontiert wirst, die du beobachten kannst, wie du dir jetzt die Welt ausdenkst. Und egal, wo du hinreitest, wo du hinschaust, all diese Bilder sind schon auf dieser DVD, auf diesem Programm drauf, bevor du es anschaust. Ja. Aber du kriegst nur das zu sehen, was du mit deinen Reaktionen auf die momentanen Bilder und deine Aktionen selber aus diesen Krisenkollektionen herausholst. Ja, selbst für deine Zukunft. Ja, also momentan sieht es so aus, dass du letztendlich durch das, dass du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst und dich möglichst lang am Leben erhalten willst, bleibst du voll in dieser Spur, die dann doch letztendlich in einer Auflösung endet. Aber nicht in der Zukunft, sondern immer jetzt und immer in der Wiederholung, darum wirst du immer wieder als der wach, der du zu sein glaubst. Aber selbst wenn ich die Polaritäten, die habe ich ja verbunden. Moment, da komme ich jetzt drauf. Jetzt machen wir das Schöne, um das nochmal klar zu machen mit Einatmen und Ausatmen. Die Schwierigkeit ist, du kannst dich jetzt beobachten. Ich sage, sobald du ans Atmen denkst, entsteht Atmen, aber zuerst einmal als der Gedanke. Es ist die Gedankenwelle Atmen. Ja. Okay? Ja. Jetzt ist es also so, dass wenn du jetzt das überprüfst, da du einseitig bist, du bist immer einseitig, sieht es für dich ja so aus, du denkst immer noch zwanghaft seitlich. Ich atme jetzt ein, aus, ein, aus. Du atmest jetzt ein und du atmest jetzt aus. Aber es ist dieser extreme Zwang deiner Logik, sich jetzt eine Reihe vorzustellen, weil es ist ja immer nur das da oder das da, weil du einseitig bist, du hampelst. Wir haben wieder dasselbe Prinzip. Während du, ich könnte es ja mal so darstellen, pass auf, das, was du siehst, ist immer nur das, was da ist. Wir sagen mal, das ist Ausatmen. Okay, du atmest aus und in dem Moment, wo du einatmest, deckt dieses Einatmen, das wie wenn man die Gede umformen, legt sich über das Ausatmen, dann atmest du wieder aus, dann atmest du wieder ein, dann atmest du wieder aus. Du siehst nur das, was da ist und was im Hintergrund ist. Meinst du, das war vorher? Das passiert, das kannst du beobachten. Oder du sagst, als nächstes kommt wieder das andere. Okay, Helga, sag kurz, was es rauscht. Ich sag mal, ich verstehe jetzt das. Jetzt pass auf, wenn ich das so mache, dass es nicht so ist, ich atme ein und ich atme aus. Es gibt den Berg nicht ohne das Tal. Ich atme ein und ich atme aus. Genau genommen sieht es so aus, dass dieser Gedanke, ich denke jetzt ans Atmen, erzeugt diese Gedankenwelle in dir. Aber da du einseitig bist, das ist dieses, der Moment, jeder Moment ist ein Kreisen von zwei Gestalten. Und wir sagen jetzt mal, das ist jetzt Ausatmen
Und jetzt pass auf, wenn du das siehst, ich kann das auch mit den Händen machen, wenn ich immer drehe, dann ist von dir aus gesehen, ist immer eine Hand vorne. Und wenn die nach unten geht, kommt die andere Hand, ich müsste jetzt das mal so machen, nach oben. Ja. Wenn die ist, das tauscht sich immer aus, siehst du es? Ja. Und wenn ich was anziehe, stoße ich es weg. Ja, das heißt, das ist eigentlich in einem Prinzip, dass wenn was passiert, passiert es. Jetzt denke ich an mein Atmen. Was ich jetzt da mache, wie ich hin und her schwinge, das passiert durch das, dass das kreist. Jetzt pass mal auf, ob ich jetzt das mit den Fingern so mache, ich denke an das Atmen und ich denke nicht mehr an das Atmen. Atmen ist wie, wenn ich an einen Berg denke, ist er da. Wenn ich nicht mehr dran denke, ist es weg. Wenn ich an meine Brille denke, ist die Brille da und da muss dann eine Nicht-Brille dazugehören. Klingt jetzt komisch. Das wäre jetzt aber der Zustand, wenn du sagst jetzt, du denkst jetzt an deine Brille, du hast die Brille auf. Es gibt aber einen Zustand, dass du an dich denkst, wo du die Brille nicht auf hast. Richtig. Und wenn du jetzt die Brille auf hast, sagst du, ich habe heute Morgen nicht aufgestanden, bin die Brille nicht aufgehabt. Wenn du die Brille nicht auf hast, sagst du zum Beispiel, ich habe vorher die Brille aufgehabt oder ich werde die Brille wieder aufsetzen. Aber in der Datei selber ist der Gedanke an die Brille und das sind beide Seiten da. Ja. Man muss es wirklich sehr oft wiederholen. Das mache ich auch. Selber spielen, versuchen das zu verstehen. Oder das mache ich auch. Jetzt ist es, wenn das auftaucht, das Kreisen um den Nullpunkt sieht das so aus, ich kann jetzt die Finger auf und zu machen, aber wenn ich jetzt die drehe, das mache ich ja so oft. Schau, wenn ich jetzt das drehe, dann wirst du feststellen, siehst du, dass der hintere Daumen und der vordere Daumen ineinander zusammenfallen. Ja. Und jetzt taucht der Daumen auf. Ja. Okay, ich kann jetzt natürlich nicht rumdrehen. Dann kommt wieder der hoch, dann kommt wieder der hoch, weil du nämlich das hier eigentlich ja so bloß siehst. Ja. Ja. Verstehst du? Ja. Dann kommt wieder der hoch, dann kommt wieder der hoch. Das ist dein Gespiel. Es wird Tag, es wird Nacht, es wird hell, es wird dunkel. Ich atme ein, ich atme aus. Ja. In Wirklichkeit, wenn du in der Mitte bist, empfindest du das eigentlich nur um einen Kreis um dich herum. Wenn du nur einseitig bist, hast du nur immer diese Hälfte. Jetzt kommt die Hälfte, dann kommt die Hälfte, dann kommt die Hälfte. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Das, was du jetzt siehst, ist deine Information. Ich mache mal das nochmal. Kreisen. Ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen. In Wirklichkeit ist aber das hier. Vorne, vorne, aber jetzt ist, hast du jetzt verstanden? Ja, hab verstanden. Jetzt habe ich die Brille auf, jetzt habe ich sie nicht auf, jetzt habe ich sie auf, jetzt ist es hell, jetzt ist es dunkel, jetzt bin ich gesund, immer, jetzt bin immer ich krank, jetzt gesund. Ja. Aber das Spiel geht nur, wenn beides gleichzeitig da ist. Ja. Aber Udo, ich denke jetzt immer gleichzeitig. Also ich bemühe mich, das ist nur jetzt und gleichzeitig. Das Interessante ist, sobald du was bekämpfst, das ist das Irre, sobald du was bekämpfst, denkst du zwangsläufig auf das, was du bekämpfst. Du würdest das los sein, wenn du nicht mehr dran denkst. Richtig. Aber solange du das los haben willst, denkst du an das, was du los haben willst. Ja, aber solange du etwas behauptest, dass es das nicht gibt, denkst du an das, von dem du behauptest, dass es das nicht gibt. Das nicht gibt. Ja. Das ist immer so eine Sache, wenn ich mit Gott, ich habe jetzt ein Video wieder angehört, wo sie hier über die Macht reden. Du merkst gar nicht, wie du dich entmachtest als Geist, wenn du dir irgendwas ausdenkst, dem du Macht oder Kraft zusprichst. Du, selbst ein übermächtiger Gott ist jetzt ein Geschöpf und jetzt frage ich dich, wer erschafft diesen übermächtigen Gott? Wer bestimmt, dass dieser ausgedachte Gott so mächtig ist? Der sich den Gott ausdenkt. So ist es. Wer bestimmt, dass Politiker mächtig sind? So ist es. Ich habe das fange ich an gesagt. Wir reden hier von etwas, was ganz, ganz elementar ist. Das musst du Geist verstehen. Es ist nicht, dass ich dein Hybris wieder dein Ego aufblähe. Im Gegenteil, diese Erkenntnis wird dich das dann mal sehr klein und demütig machen. Ja, das ist so. Weil du gar nicht, weil dir jetzt langsam bewusst wird, dass du deine Macht an eine unendlich viele Traumfiguren. Das wird mir aber bewusst, das sage ich dir. Und das ist kein esoterisches Geschwätz. Nee. Wir reden von dem, was ist. Wenn ich dich jetzt frage, dich Geist, wer bestimmt eigentlich, wer in deiner Welt mächtig ist? Na, ich. Du. Bestimmt. Es wird für dich in deiner Traumwelt Menschen mächtig sein oder das mächtig sein, dem du Macht zusprichst. So. So ist es. Aber da schaue ich jetzt. Gedanken verwechselst, setzt du dich ganz hinten an. So ist und es. Mach dich zum Richter und bestimme über alles und jeden und ich vollstrecke deine Richtersprüche an dem, der du zu sein glaubst, weil ich setze dich nämlich in diese Welt hinein, die du dir selber ausdenkst, und du definierst, wer mächtig ist und wer ohnmächtig ist. Wichtig so ist es. Um
richtig ist und was richtig ist und was nicht richtig ist. Aber zu einem richtig gehört ein nicht. Wird man unrichtig. Beides immer gleich. Jede Vorstellung von richtig, die einseitig ist, ist fehlerhaft, weil zumindest die Kehrseite fehlt. Jetzt pass auf, jetzt machen wir nochmal ein altes Beispiel, um das genauer zu verstehen. Ich sage immer beim Kegelbeispiel. Ein Kegel besteht, der hat zwei Extreme. Den reinen Kreis, geometrisch gesehen, als Schattenwurf und das reine Dreieck als Schattenwurf. Das sind zwei definierte Gegensätze. Der Kreis, sage ich immer wieder, ist rund, ganz glatt, was eigentlich gar nicht stimmt. Genau genommen ist es ein Unendlicheck. Ja. Und das Dreieck ist ein D-Dreieck. Das D-Dreieck ist das kleinste Eck, wo es überhaupt gibt, in Bezug auf eine Fläche, weil ein Zweieck gibt es nicht, das ist keine Fläche mehr. Ja. Außer, wir machen einen kleinen Trick und das kann man machen in den Zwischenstufen. Wenn ich jetzt nämlich einen Schattenwurf von einem Kegel mache, denke mal mit, der Schattenwurf ist ein absoluter Kreis oder ist ein absolut genaues Dreieck. Und wenn ich jetzt den Kegel irgendwie drehe, den ich mir jetzt ausdenke und vor mich hinstelle und mit einer Lampe anstelle, dass ich einen Schatten werfe, dann gibt es, wenn ich anfange schon den Kegel zu drehen, du schaust auf den Kreis auf dem Boden als Schatten und ich drehe den, was du feststellst, schon durch die Drehung ist es, auch wenn ich es am Anfang nicht sehe, wird es zu einer Ellipse. Ja. Okay, du kannst das vorstellen. Ja. Dann ist es schon der ideale Kreis mehr und dann kommt irgendwann einmal die Spitze hoch, die ich im Schatten sehe. Oder beim Dreieck wird irgendwann einmal durch das Drehen eine Seite wird ein bisschen einen Bogen kriegen. Das heißt, wir haben zwei Extremzustände und viele Zwischenstufen dazwischen, ein Wischiwaschi, das weder mehr Kreis oder mehr Dreieck ist. Jetzt gehen wir in die Politik. Wir lassen es aufplatzen in einen rechten Faschismus und in einen linken Faschismus. Und es gibt bei den Linken die Extremlinken und es gibt bei den Linken auch etwas, die mehr recht orientiert sind. Und bei den Rechten gibt es Extremrechte und welche, die links orientiert sind. Ja. Und die Partei der Mitte, das ist das absolute Wischiwaschi, das ist nicht die Synthese, es ist nicht die höhere Dimension des Körpers, sondern ein Wischiwaschi, das sind einfach nur Schwätzer, die möglichst auf beiden Seiten abgreifen wollen, an welcher Stimme. Aber jetzt ist das extreme Rechte und das Linke ist wie Anfang und Ende. Wenn du die höhere Dimension dazu nimmst, dann fällt es wieder in einem Punkt zusammen. Pass auf, ich mach's mal einfach. Mach Stephen Hawking, der sagt doch hier, eigentlich ist die Zeit imaginär. Das heißt eigentlich hier und jetzt. Und dann denkt er sich doch den Urknall. Boah, so und so viele Milliarden Jahre. Und das Universum dehnt sich aus dem Urknall aus. Ich mache jetzt das in einer Linie. Das wird ja dargestellt als eine dreidimensionale Explosion. Es entsteht übrigens durch den Urknall auch erst der Raum und die Zeit. Vorher gibt es nicht einmal Raum und Zeit. Der dehnt sich jetzt aus und die ganzen Berechnungen sagen, das wird wieder ineinander implodieren. Wir haben jetzt hier unser Ausdehnen und unser Implodieren. Ja. Das heißt, es dehnt sich aus und kehrt dann wieder zeitlich umgekehrt wieder da zurück, wo es herkommt. Jetzt pass auf, jetzt machen wir dasselbe mal. Wir haben einen Urknall und der dehnt sich aus und jetzt müsste ich sagen, so wie der das erklärt, der dehnt sich aus und er fällt dann wieder zurück in den Urpunkt. Es dehnt sich aus, ich mache es jetzt nur in einer Richtung. Aber jetzt pass auf, was passiert jetzt, wenn ich einen Kreis beschreibe? Der Urknall dehnt sich aus und kehrt wieder zurück. Das heißt, das Entstehen und das wieder zusammenfallen, das ist der Punkt, wo ich die... Das ist das. Absolut. Ist so. Es dehnt sich nicht aus. Pass auf, es dehnt sich nicht aus und es fällt wieder zusammen, sondern Entstehen und Vergehen ist gleichzeitig da. Es dreht sich das nur. Jetzt vorstellungstechnisch, siehst du? Jetzt fällt es zusammen, obwohl es immer noch ausgedehnt ist. Weil in dem Moment, wo ich mir denke, jetzt ist ja das Universum wieder zusammengefallen, denke ich ja immer noch an das Universum. Ich denke es mir nur zusammengefallen. Und jetzt ist das Universum ausgedehnt. Dieses Universum ist jetzt praktisch die Synthese von da und nicht da. Ja. Dasselbe wäre die Synthese von Einatmen und Ausatmen, ist und beides, das Atmen selber. Beides gleichzeitig. Das Atmen selber. Ja. Und der Tag besteht aus Tag und Nacht. Und Nacht. Und Tag und Nacht ist gleichzeitig da. Ja. Jetzt denk wieder an unsere heliozentrische Weltvorstellung, mit der Kugel, die angestrahlt hat. Das ist so. Das ändert sich niemals. Es ist entweder da, dass ich an den Tag denke, aber es ist nicht. Aber durch das, dass ich nur einseitig denke, ich mache wieder jetzt, ist es hell und dann ist es dunkel, dann ist es wieder hell, aber in Wirklichkeit passiert das hier. Immer aber das kriegt eine Illusion, weil ich stelle mir das ja vor mich hin
und baue das auf. Und jetzt wird er dran denken, egal wo ich mir was hindenke, Helga. Ja. Es ist hier. Es ist immer hier. Und das egal, wann ich mir denke, dass das gedacht wurde oder passiert ist, es ist immer hier. Es entsteht jetzt. Ja. Und jetzt wird hier diese Entfernungen aus vielen Zeiten bestehen, die alle in dem Moment, wo ich mir eine Ewigkeit denke, mit unendlich vielen Zeitpunkten, sind die alle gleichzeitig da, wie die Tasten, so wenn ich die Tasten anschaue auf der Tastatur. So. Ich kann aber die gleichzeitig anschlagen mit einem Finger. So ist es. Aber sie sind gleichzeitig da und immer jetzt. Egal, wo ich mir einen Ort hindenke, um mich herum verstreut, er ist letzten Endes hier und so er wird jetzt gedacht. Ja. Das ist es hier und so jetzt. Ist es. Es unterliegt an ständigen Wechsel. Habe ich dir jetzt nicht exakt beschrieben, wie ein träumender Geist funktioniert? Ja, aber es genauso ist es. Ja, und jetzt haben wir natürlich viele Schichten immer dran denken, ich betone immer, ich mache Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Ja. Und das Ego wird immer wieder reingrätschen und die erklären, weil ich was am Stammtisch zum Beispiel, wo ich das erkläre, und dann ist immer wieder, ich sage immer wieder dazu, zuerst einmal mach das, was du magst. Du weißt, bevor ich die Aufnahme eingeschaltet habe, ich gesagt, alles, was du jetzt gemacht hast mit den Vorträgen organisieren, du weißt, dass der Udo noch niemals zu dir gesagt hat, Helga, organisieren Vortrag, du bist zum Udo gekommen. So und das auch, magst du das? Würdest du das machen? Da habe ich gesagt, ich mache das, wenn ich da sein soll, sag mal, wenn ich da sein soll, dann quatsche ich die Leute voll. Okay, und ich sage, da benutzt dich irgendjemand. Und wenn du jetzt da, so, du hast es einfach geschehen lassen. Ja. Aber so wie der dich benutzt, benutzt der jetzt das Pixelmännchen Udo, um sich selbst diesen roten Ich was zu erklären. Ja. Bei Gott dreht sich letztendlich alles nur um seine Geistesfunktion. Ja, das ist bei Menschen dreht sich zuerst einmal alles um das eigene Ego, dann um die eigene Familie, dann um das eigene Land oder um die eigene Partei, um die eigene Sekte, um die Religion, um die Konfession, nenn es, wie du es willst. Ja, so ist es. Das ist für mich vollkommen uninteressant. Ja, ja, das ist es auch. So ist es auch. Das ist auch mit Worten immer wieder sorgt, dass man Worte beschäftigt, mach dir keine Gedanken. Das ist, die Menschen sind so voller Vorurteile vor angelesenen Wissen und dann ins Internet gehen und ich zeige dir das Buch und die Artentechnik und dieses und jenes. Und da kann ich tausendmal sagen, egal was du mir aus dem Internet zeigst, du zeigst dich garantiert, ich zeige dir dich wieder, wo zum selben Thema das Gegenteil behauptet wird. Nee, ja, das ist ja dann für mich auch vorbei. Sondern die Leute. Das ist ja total unrecht, das stimmt ja nicht. Ich sage, wer bestimmt jetzt das? Ja, mach doch selber. Wenn ich Sachen erkläre, die jedes Kind nachvollziehen kann, dein Problem ist, sind deine Filter, diese Vorurteile ohne Ende. Du weißt, das ist ja Sekte oder Guru oder all so. Es wird immer für den so sein, wie er glaubt, dass es ist. Aber Udo, ich sagte, solche Sachen habe ich mir wirklich abgewöhnt. Das habe ich irgendwann durchschaut. Ich gucke da gar nicht mehr nach. Ich nehme keine Nahrungsergänzungsmittel. Alles weg. Vorbei. Alles erforsche. Viel ist alles, wenn das ist, mach es, aber beobachte und frag dich immer, warum mache ich das eigentlich? Und du wirst jetzt feststellen, weil ich irgendwas da außen am Leben erhalten will. Ja. Du müsstest nur diesen einfachen Satz verstehen. Du kannst einen Gedanken von dir nicht am Leben, nicht am Leben erhalten. Udo, wenn du das zum Körper, das habe ich so genau verstanden, dass sobald ich mich, wenn ich sage, das ist mein Arm, dann habe ich das Problem. Ich lasse los und es ist weg. Es ist weg. Das ist natürlich die Schwierigkeit, wenn es jetzt heftig wird, dass ich immer wieder auch schon vor Jahren darauf hingewiesen habe. Das, was die beste Medizin ist, ist die vollkommene Gleichgültigkeit. So ist es. Dass du kein mehr Ich will oder Ich will nicht hast. Weil ein Ich will und ich ein Ich will nicht. Wollen. Beides ist zusammen. Lass uns mal das Wollen genauer anschauen. Das Wort, das beginnt mit einem W. Das heißt ein doppelt aufgespanntes Oll. Oll ist es Joch. Merkst du jetzt, bist du hier. Ja. Dieses doppelt aufgespannte wird zu einem Joch, das du aber zeitlich denkst, einatmen, ausatmen, hell, dunkel, gesund, krank. Und jetzt kommt Le-En. Woll, Le-En. Das heißt, eine auseinandergeschmissene Sex, wo du immer nur eine Seite anschaust. Es ist selten, weil wenn du was willst, willst du das entweder haben oder du willst es nicht haben. Haben ist aber die Wahrnehmung einer polaren Existenz. Du willst aber nicht haben, jetzt immer noch dran denken, dass jetzt hier dieses Beta im Griechischen in dem Haben jetzt so ein scharfes S werden kann, dann hast du das Hassen. Hassen.
Ja. Und jetzt, das Hassen ist immer ein von sich Stoß. Ja. Ganz interessant, pass auf, du hast das, was du hast, in Bezug auf Existenz. Das, was du hast, das hast, was du dir ausdenkst in dem Moment. Das, was du von dir stößt, was du hast, hast du. In ja. Form von Besitzen. Ja. Aber der Witz ist, dass das immer einseitig ist. Ich habe dir das gerade gesagt. Du hast dich noch nicht so weit, dass du merkst, dass dieses Kreisen, jede Evolution, jedes Auftauchen von etwas, jede Evolution hat wieder eine Revolution. Es taucht was auf und es fällt und zusammen. Jetzt mache ich das höher. Es taucht was in dir auf und jetzt kommt das Neue, das Zusammenfallen passiert im Hintergrund von dem neuen Auftauchenden. Ich habe meine 200 Gramm rote Gnede. Die 200 Gramm rote Gnede ist eine Tasse. Ich mache die Tasse, knirre ich die Gnede zusammen und mache eine Kugel draus. Du siehst nur, wie die Kugel entsteht, aber im selben Moment, wo die Kugel entsteht, wird die Tasse zerstört. Ja. Und jetzt rolle ich das Ding flach und mache eine Brezel draus. Und du schaust nur, wie die Brezel entsteht und dir wird in dem Moment gar nicht bewusst, dass im selben Moment, wo die Brezel entsteht, wird diese Kugel zerstört. Das ist so ein einfaches Beispiel. Da steckt alles drin. In dem Moment, wo du jetzt einatmest, ist Einatmen da. Und in dem Moment, wo du ausatmest, forme ich die Gnede von Einatmen in Ausatmen um. Aber jetzt ist es, dass das eben die zwei Seiten, das ist der höhere Hintergrund, da brauchen wir Dimension mehr. Ja. Darum ist auch dein Hell-Dunkel wechselt. Sobald du eine Dimension höher bist und dir das vorstellst, wird dir klar, dass diese Illusion, dass hell und dunkel zeitlich nacheinander kommen, bloß der erleben kann, der sich auf diese helle Fläche, auf eine grundierende Kugel denkt. Ja, ist so, verstehe ich. Ja, ist so. Das ist elementar wichtig, weil das auch für Gesundsein und Kranksein und für Glücklichsein und Unglücklich sein. Du hast Phasen der Melancholie, wo man dann sagt, da muss ich nicht unbedingt krank sein, wo man nicht so gut drauf ist. Und dann plötzlich kommt wieder eine Phase, wo du am liebsten Bäume ausreißen könntest. Das ist das Atmen, das lässt dich aber Lebendigkeit erleben. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Und solange dein Ego, deine Hybris, dein Materialismus in dir ist und dieses ständige Nachgeschwätz, dieses Nachgeäffe von irgendwas aus dem Internet heraus, von den gescheiten Leuten, die alle nur nachquatschen, ob jetzt das um Umweltschutz geht, das ist doch jeder, wenn die den Mund aufmachen, sage ich dir, was sie nachplappern. Haben sie es überprüft? Ja. Und jetzt nochmal mit Nachdruck, Helga, dann lassen wir es gut sein. Mach dir bewusst, du wärst jetzt ein Richter vor Gott. Oder sagen wir mal zuerst hier vor Petrus am Himmelstor. Ob du in die höhere Welt, höher hat nichts, in die komplexere, in die vollkommenere Welt einreisen darfst. Und vollkommen ist nicht, wenn bloß die Sonne scheint und alle lieb sind und nett sind und nur Freude da ist. Das ist nicht die Vollkommenheit. So ist es. Vollkommenheit ist das hier. Das ist ja vollkommen neues Denken, weil es höherdimensionale ist. Ja, habe ich verstanden. Da gibt dann keine Kategorie 2 Fragen mehr. Ist das richtig oder verkehrt? Das ist so. Ja. Okay, du bist bei dem Petrus und er stellt dir jetzt Fragen. Und du musst wissen, sobald du sind einfach nur, du bist als Zeuge geladen, du bist kein Angeklagter. Er fragt dich was, hast du das gesehen? Deine Meinung, du kannst dir deine Meinung äußern, aber du musst dir dann immer klar machen, warum habe ich die Meinung? Weil der mir das erzählt hat, ich weiß das, weil das in dem Buch drin gestanden ist. Kann ich das beschwören, dass das auch wirklich so ist? Ja. Als Zeuge. Ja. Ich habe so das gesagt, ich mit eigenen gesagt, Augen ich glaube, gesehen. Ich glaube, es war so oder so. Ich glaube, ich wurde von meiner Mutter geboren. Nee. Hast du es gesehen oder hast du es nicht gesehen? Ja. Ja. Geht. Das in ist dem so. Moment, wo du das magst, dass du wirklich dein ganzes Wissen, deinen Glauben, den du bisher verwirklicht hast in deinem Kopf, als Vorstellung natürlich nur, dass Wasser zum Beispiel aus H2O entsteht, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht, gibt es doch Aufnahmen davon. Ich sage, das, was du siehst, ist entweder Fetzenpapier mit Farbe drauf, das ist das, was du siehst. Das Konstrukt, dass das von da oben, von Astronauten auf, das ist schon wieder vom Hirnsaug. Es ist logisch, wenn du diese Präzision in deinem Denken ansetzt und du musst es keiner Figur in einem Traum erklären, du musst es wissen. Dann wirst du feststellen, dass sich wirklich, ich sage vorsichtig geschätzt, 95% an der ganzen Glaubenssätze in Luft auflöst. Dass ich immer wieder sage, das ist das Geschwätz vom Zweiten, man könnte das nicht einmal überprüfen, wenn man wollte. So ist es. Du kannst nicht überprüfen, ob in deinem Gehirn ist, dass dein Körper existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Das habe ich ganz gut hingekriegt, das habe ich verstanden. Der existiert überhaupt nicht.
Nahrungs, diese riesen Pharmaindustrie, ob die dir Nahrungserkenntnismittel glauben, als wenn der nicht selber wüsste im Traum, wie das alles ist. Es funktioniert ganz anders, Helga. Ganz anders, ja. Es sind alles Einseitigkeiten. Jede Vorstellung, was dein Körper braucht oder was er nicht braucht. Ich schon wie dein Körper aufgebaut ist, ist ein Wissen aus dem Schwamminhalt. Ich habe so oft gesagt, du könntest mit aufwachen mit einem anderen Programm und dann würdest du dich als ein Wesen, meinetwegen mit einem Auge in der Mitte oder mit vier Augen oder mit Fühler empfinden und es wäre für dich vollkommen normal. Weil für dich das normal ist, was dir dieses Programm vorschreibt, der Schwamminhalt, die du zu durchschauen hast. Und wenn du jetzt nicht den Mumm hast, das für dich selbst zu entscheiden und du fragst Figuren in deinem Traum wieder, ob man das glauben kann oder nicht, dann verarsche ich dich sowas, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich will endlich einmal, dass du eine eigene Meinung hast. Du, ich auch. Meinung. So ist es, ja. Dann musst du aber meine Meinung kriegen. Ja. Nicht die Meinung vom Udo. Das sowieso. Das ist dein erstes Prinzip. Ich erkläre dir, was du bist. Ja. Ich werde dir nie vorschreiben, was du tun sollst oder was du nicht tun sollst. Frag mich irgendwas. Ich komme dir so nahe wie möglich. Und mittlerweile bin ich nur in der Beschreibung von dem ganzen Scheiß, den du dir ausdenkst, dass ich sage, das ist doch nur, weil du es denkst, weil du nicht loslassen kannst. Aber Udo, du gibst mir doch nachts Worte ein. Und denen gehe ich nach. Ich gehe dem nach, was du mir nachts eingibst. Jeden Moment. Jeden Moment, Helga. Jeden Moment, der dir einfällt, kommt aus dir, beziehungsweise aus mir, aus der tieferen Schicht. Ja. Dass ich sage, du hast einmal im Arbeitsspeicher, darum ist auch die Computermetapher da. Dass du dich selber vorstellst, wie du auf eine vollkommen neue Art und Weise geistreicher funktionierst, wie das, was die Naturwissenschaftler dir einreden, die ja auch nur alle nachplappern. Ja. Dieses extrem fehlerhafte Wissen. Weißt du, da kann ich tausendmal sagen, komm, ich zeige dir in Physikbüchern auf jeder Seite so eklatante Widersprüche in den Erklärungen. Ich betone immer wieder, die Formeln sind alle richtig. Ich zeige dir in den theologischen Auslegungen, egal in welche Richtung du gehst, solche Widersprüche mit ihrem ausgedachten Gott und ihrer ausgedachten Vergangenheit und mit Adam und Eva. Das sind Märchengeschichten. Wenn ich zu dir sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, geht es doch überhaupt nicht um den Krug. Das haben die nicht verstanden. Die Theologen genauso wenig wie die Naturwissenschaftler. Ja, so ist das. Weil in ihnen ein extrem tiefer Materialismus wütet. Und warum? Weil ich jetzt die ganz bewusst so ausdenke, um die für dich als eine Metapher hinzustellen. Ja. Ich bin übrigens du. Ja. Wenn ich sage, ich denke das aus, du denkst dir das aus. Ja. Ein Gedanke von dir wird sich immer das denken, was du denkst, dass er denkt. Denk an meine Kiste, an das Beispiel mit der Kiste. Und du wirst nicht frei werden, wenn du von einer Meinung eines anderen in die Meinung eines anderen reinspielst. Letztendlich, darum sage ich, dann treibe ich mit dir einen Schabernack. Nein, Udo, ich habe doch begriffen, was war ich für Depp, was habe ich für Ängste gehabt? Da muss ich heute lachen drüber, die ich nachher ausgedacht habe. Damit verdient man doch Geld, Helga. Ja. Das ganze System funktioniert doch bloß, dass man Ängste macht. Die Schizophrenie, wenn ich dort die Umweltschützer sind, ob das die Umweltschützer sind, es ist so perverse, es ist Sodom und Gomorra, es wird dir irgendwann bewusst, wie unendlich krank diese Menschen in deiner Welt sind. Ja. Und warum sind sie so krank? Weil das immer ein Spiegelbild aus deiner alten Struktur ist. Ich sage, ich kann dir diese vielen Fehler in unseren symbolischen Führerscheinprüfungsbogen, ich kann dir die Nase, dein Aff, dein schöpferisches Wissen, nur 2 Zentimeter über die Exkremente, über die Scheiße hinhalten, die du selber ausstößt. Wenn du dann immer noch nicht merkst, was stinkt, hast du es nicht anders verdient, noch ein paar Runden zu drehen in der Scheiße. Nein. Jetzt lass mir es gut sein. Sonst echauffiere ich mich als Udo wieder, so schaue ich mich wieder aufrecht. Nein, Udo, ich wach schon auf. Meine Schöpferkraft, die nehme ich jetzt schon wieder in Anspruch. Diese Machtlosigkeit, die ich gespielt habe. Dieses Bewundern von Höhergestellten, sag mal, was habe ich mit mir gespielt? Das wird mir jetzt bewusst. Wird mir jetzt wirklich bewusst. Jetzt muss der sich jetzt dieses Video anhört, muss jetzt bloß wissen, dass diese Lautsprecherstimme einer Helga, die jetzt sagt, wie ich mich verarscht habe, mir wird es bewusst, dass diese Stimme, dass du das denkst, dass das deine Information ist, dass du das rote Ich bist. Dass die Helge ihre Gedanken jetzt deine Gedanken sind, dass den Udo seine Gedanken, jetzt Pixelmännchen Helga, Pixelmännchen Udo, spricht ja immer derselbe Lautsprecher. Ja. Und das sind deine Informationen. Sind nur meine Informationen. Die Gedanken der Helga sind deine Informationen, die Gedankengänge des Udos, die er als Pixelmännchen äußert, sind deine Gedanken. Weil egal, was du hörst,
alles das ist meine deine Information, die ich nicht geben würde, wenn sie nicht in dir auftaucht. Absolut. Dann wird dir langsam bewusst, dass du ein höheres Gefäß so ist es. Ohne Esoterik, ohne Religion, ohne geistlose Naturwissenschaft, sondern eine reine Selbsterkenntnis am eigenen, ich muss jetzt fast sagen, eigenen Geist erfahren, nicht am eigenen Leib. Ja, das ist so. Alles ist in meine Information. Das ist die Befreiung. Dann wird die eine tiefe Dankbarkeit anfangen. Ja. Gegenüber wen eigentlich? Gegenüber dem, der dir das einfach nicht ausdenkt. Der behauptet die ganze Zeit, ich bin du auf einer höheren Ebene. Ja. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du das Buch zu Ende gelesen hast. Ja. Ich habe das im letzten Gespräch mit Idoni so schön gesagt. Dasselbe ist mit der Helga. Ich habe das Helga-Buch schon gelesen. Ich bin als Udo bloß in dir aufgetaucht, um dir zu erklären, dass du was ganz was anderes bist. Das sage ich jetzt auch zu dem, der jetzt von der du jetzt zu sein glaubst, wenn du nicht die Helga bist. Sonst wäre ich in dir nicht aufgetaucht auf irgendeine Art und Weise. Mit dem Udo-Pixelmännchen oder der Person hat es nichts zu tun. Du bist doch immer da. So ist es. Den Geist, du den ich bist kann, immer. Ich rede es als JCH Rot zu dem ICH. Ja, verstehe ich. Wir sind beide nicht fähig zu existieren. So ist es. Wir müssen als Brösel denken. Ja. Mich denkst du zurzeit als Udo und dich denkst du als den, der du eben zu sein glaubst. Aber erleben du den Traum nur das rote Ich, egal wer du jetzt zu sein glaubst. Das ist die Botschaft von mir. Mach dir keine Gedanken, du hast auch nichts an dem jetzigen Leben zu verändern, jetzt aus der Logik heraus, die du zum Denken benutzt, sondern die lässt du ganz einfach laufen, weil ich das maßgeschneidert mache. Was ich mir wünsche, ist, dass du beobachtest, dieses alte Beispiel mit dir hingucken, seit 30 Jahren, jetzt natürlich wieder bewusst zurückgeblättert, erkläre ich immer wieder, mach deine Mitmenschen zu dir in einer Wildnis, inklusive dich selber, und beobachte die wie ein Tierforscher. Ein Tierforscher gibt keine qualitativen Äußerungen von richtig oder schön oder hässlich oder böse oder giftig. Giftig ist wieder keine Qualität, sondern eine Erkenntnis. Und dann schaue ich, was sind die Interessen von den Tieren? Blutverhalten. Interessen, wo hängt er? Alter Spruch, sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Schau, was für ein Klüngel am Trockenhausenaffen du dich einhüllst, dann weißt du, welche Meinungen da gesprochen wird, und das ist die Meinung, wo du dazugehörst. Und ich sage dir jetzt nicht, was richtiger ist, sondern ich erkläre dir ein tiefer liegendes Prinzip. So, jetzt lassen wir es gut sein, Heike. Jetzt schauen wir mal, ob das was wann ist. Ach, ich muss schon lachen. Wir was davon lernen können. Ich muss jetzt schon manchmal wirklich lachen. Das ist so. Aber gut. Udo, danke. Also kriegen wir heute Besuch. Dann Chemnitz-Stammtisch. Ja, heute. Und du weißt immer wieder, auch wenn ich nicht da bin, ich sitze im Meer mitten unter euch. Ich beobachte. Vorsicht, beobachte euch. Big Brother is watching you. Ja. Tschüss. Udo, danke. Tschüssi. Tschüss.